Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, immer wenn jemand die Demografiestrategie der Bundesregierung erwähnt, frage ich mich, welche Demografiestrategie? Ich sehe da keine zukunftsorientierte Strategie. Selbst der Demografiegipfel letzte Woche konnte doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bundesregierung eigentlich gar keine Vision von der Gestaltung der demografischen Entwicklung hat. Und was ich sagen muss, was fast genauso schlimm ist, Sie hatten in den Demografie-AG die geballte Kompetenz zusammengeholt und dann haben Sie das Potenzial und die Ressourcen dieser Leute fast weitestgehend verschenkt. Ich selbst war Mitglied in der AG Jugend gestaltet Zukunft. Viele ambitionierte Ideen sind da durch Konsenszwang der beteiligten Bundesministerien schlichtweg zerrieben worden. Selbst ein einfacher Prüfauftrag zur Senkung des Wahlalters wurde durch ein Veto, ich wiederhole es mal, ein Veto des Bundesinnenministeriums aus dem Abschlussbericht verbannt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist beim besten Willen kein ernst gemeintes Beteiligungsverfahren. Das ist schlicht und ergreifend Blendwerk. In Ihrer Bilanz haben Sie fleißig Maßnahmen aus den unterschiedlichen Ressorts zusammengetragen, aber ich muss Ihnen sagen, mir fehlt da ein roter Faden, ein übergeordnetes Ziel ist da nicht zu erkennen. Aus dem demografischen Wandel ergibt sich doch erheblicher Handlungsdruck. Das ist ein politischer Hebel, der sich geradezu aufdrängt, ein Hebel, den wir nutzen können, um unsere Gesellschaft zu modernisieren. Und Sie lassen ihn praktisch ungenutzt. Wie kommen wir von der Willkommenskultur zu einem wirklichen Einwanderungsland? Und danke Ihnen nochmal für die Zustimmung, Frau Kollegin Krone. Wie ermöglichen wir Menschen im Alter barrierefreies Wohnen, selbstbestimmte Mobilität und gute Pflege? Wie erreichen wir endlich Gleichstellung der Geschlechter? Oder auch, wie können wir Kinder und Jugendliche besser an unseren Entscheidungen beteiligen? Ein Blick in unsere grüne Demografiestrategien, liebe Kolleginnen und Kollegen, hätte Ihnen da weitergeholfen, um all diese Fragen zu beantworten. Bleiben wir noch mal einen Moment bei Kindern und Jugendlichen. Die müssen wir schon heute in die Zukunftsentscheidungen einbinden. Und damit meine ich echte Partizipation und nicht, wie man beim Demografiegipfel gesehen hat, vorab akribisch geprüfte Tafeln mit Forderungen durch die Gänge tragen zu lassen, ihnen das gerade mal zu erlauben. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ich weiß gar nicht, wovor Sie sich fürchten. Haben Sie doch Vertrauen in die jungen Leute. Schließlich sind Sie Expertinnen und Experten in eigener Sache. Konkret heißt das für uns Grüne, endlich das Wahlalter auf 16 abzusenken, Kinderrechte im Grundgesetz zu stärken, einen nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung aufzulegen und Beteiligung zum Leitprinzip in allen Bildungseinrichtungen zu machen. Gucken wir uns ein anderes Thema an, Gleichstellung. In Ihrer Demografiestrategie weitestgehend eine Leerstelle. Und dabei muss doch Demografiepolitik auch immer Gleichstellungspolitik sein, denn ohne Frauen geht es nicht. In Sachen Gleichstellung bewegt sich die Bundesregierung in Trippelschritten und erreicht nicht mal alle Frauen. Viele Frauen möchten mehr arbeiten. Und obwohl im Koalitionsvertrag angekündigt, gibt es immer noch kein Rückkehrrecht auf Vollzeit. Das Gleiche gilt für das Familienzeitgesetz. Niedrige Löhne, hohe Teilzeitquote, Erwerbsunterbrechung und Minijobs. Übrigens, Herr Staatssekretär, ich muss Ihnen ja recht geben, es gibt immer mehr Frauen, die arbeiten, aber das Volumen hat sich praktisch nicht verändert. Das gehört auch zur Wahrheit, das muss man mal dazu sagen. Und all das führt nämlich dazu, dass wir eine Rentenkluft von 57% zwischen den Geschlechtern haben. Dadurch ist Altersarmut meistens weiblich. Und hier müssen Gleichstellungs- und Demografiepolitik ansetzen und dabei den gesamten Lebensverlauf berücksichtigen. Stattdessen lässt die Bundesregierung die Hürden für wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen praktisch unangetastet. Dabei liegen doch die Lösungen auf der Hand. Weg mit Negativanreizen wie Ehegattensplitting und Minijob. Ein wirklich wirkungsvolles Entgeltgleichheitsgesetz, damit gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit keine hohle Phrase mehr bleibt. Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen. Dafür müssen die Kinderbetreuung und Ganztagsschulen quantitativ und qualitativ ausgebaut werden. Und das heißt Rückkehrrecht auf Vollzeit. Werte Kolleginnen und Kollegen, nachhaltige Demografiepolitik heißt für uns Grüne, allen Generationen gleichermaßen ein gutes Leben zu ermöglichen. Und neben den jungen Menschen sind das natürlich die Älteren, eine Bevölkerungsgruppe, die stetig wächst. Als Demografiepolitikerin, aber auch ganz persönlich, ist mein Ziel ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Wohnen, Mobilität und Pflege sind da ganz zentrale Themen. Wir wissen doch, die Menschen möchten möglichst so lange wie möglich in den eigenen gewohnten vier Wänden bleiben. Und darin sollten wir sie unterstützen und altersgerechtes Wohnen fördern. Das KfW-Programm Altersgerechter Umbau braucht dringend mehr Geld, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Ein weiteres Finanzierungsinstrument
Um diesem Wunsch gerecht zu werden, ist unser Bewegungsfreiheitsbonus. Das ist ein Zuschuss für den Abbau von Barrieren in Wohnungen und Wohnumfeld. Lassen Sie mich auf Mobilität gucken. Auch im Alter möchte ich doch selbstbestimmt von A nach B kommen können. Und dazu brauche ich eine barrierefreie Umgebung. Das reicht von Gehwegsabsenkungen an Kreuzungen über akustische und optische Hilfen bis hin zu taktilen Leitsystemen. Das gilt für die ländlichen Bereiche genauso wie für die Städte. Und auch wenn Menschen pflegebedürftig sind, haben sie ein Recht darauf, selbstbestimmt entscheiden zu können. Das können wir ermöglichen, indem wir einen Anspruch auf individuelles Fallmanagement festschreiben, Sachleistungsansprüche in ein Pflegebudget umwandeln und Kommunen mehr Kompetenzen und finanzielle Unterstützung bei Pflegeberatung, Planung und Steuerung gewähren. Aber unsere Gesellschaft wird nicht nur älter, sie wird auch bunter. Einwanderung ist eine kulturelle Bereicherung für unser Land und sie bietet die Chance, dem drohenden Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen. Nun ist aber das deutsche Einwanderungsrecht viel zu kompliziert und bürokratisch. Es geht an den Bedarfen vorbei. Deutschland muss als Einwanderungsland attraktiver werden. Und dazu brauchen wir ein potenzialorientiertes Einwanderungsgesetz. Über ein Punktesystem holen wir gut qualifizierte Fachkräfte zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland. Neben einem solchen modernen Einwanderungsgesetz brauchen wir aber auch dringend ein Integrationsgesetz, das diesen Namen auch verdient. Damit Integration wirklich funktioniert, brauchen wir eine bundesweite Bildungsoffensive, die allen Kindern, unabhängig von ihrer kulturellen, aber auch von ihrer sozialen Herkunft, echte Chancen einräumt. In den letzten Jahren sind viele Menschen nach Deutschland gekommen, um Schutz vor Krieg und Krisen zu finden. Diese Menschen benötigen echte Integrationsangebote und eine sichere Zukunftsperspektive statt Misstrauen und Vorbehalte. Meine Damen und Herren, eine ganzheitliche Demografiepolitik betrachtet Vielfalt als Chance für unser Land und Integration als zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe. Um diesen Grundsatz institutionell zu verankern, fordern wir ein eigenes Bundesministerium für Migration und Integration. So geht Demografiepolitik, konsistent und nachhaltig. Vielen Dank. Michael Friese hat nun das Wort.